7,7. Boah, ich kann kaum glauben, dass wir bald Helldivers sind. Nähern uns der LZ. Nächster Rekrut bereit machen. Jawohl. Die Galaxie befreien. Wird sterben. In den nächsten 10 Sekunden oder so sterben. Viel Glück da draußen. Wir sehen uns an der Front. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Oh, ich bin das. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte. Okay. Ja, erstmal sollte ich wahrscheinlich ein richtiges Intro machen. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Helldiver 2. Ich hatte es auf dem Radar, war aber recht abgelenkt von anderen Projekten. Aber jeden Tag sehe ich auf TikTok und anderen Social Media Sachen quasi Live-Action-Reports von dem Spiel, wie die Kriegsverläufe sind. Und alle sind so in-Character. Also halt völlig over-the-top, fanatisch, bla 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 und dass halt Verstärkung gebraucht wird und das und das. Das finde ich einfach super. Dass man halt hier, also es ist ein Koop-PvE-Spiel, also man spielt nicht gegeneinander, sondern zusammen gegen den Feind, also entweder Roboter oder Aliens. Und man kann dann nach und nach die Planeten befreien. Ja, die können aber auch wieder angegriffen werden, also muss man auch verteidigen oder sowas. Man hat also Einfluss darauf, wie der Kriegsverlauf ist. Das ist ein sehr cooles Feature. Und deswegen wollte ich jetzt unbedingt mit euch zusammen reingucken. Earn your cape. Check your map to find the Helldiver Facility. Tab. Okay. Wir laufen in die falsche Richtung. Richtig? Richtig. Da hinten sollen wir hin. Halte rechte Maustaste auf geöffneter Karte umsehen. Was? Ah, okay. Cool, cool, cool. Also wir werden jetzt... Willkommen zum Helldiver Training. Ihr Ausbilder erwartet Sie schon. Gehen Sie weiter. Okay. Achtung! Ich bin General Brash, der älteste und grauhaarigste Kriegsheld von Übererde. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das Helldiver-Training ist das härteste der Galaxie. Aber das scheint sie nicht zu schrecken. Beeindruckend. Genug geplaudert. Die folgenden Hindernisse werden ihrer ausgezeichneten Form alles abverlangen. Jetzt zählt es! Es wird ernst! Auf geht's, Soldat! Jetzt bist du bestimmt auch schon längst tot und das sind alles nur irgendwelche alten Audio-Files von ihm. Ich sollte vielleicht ganz kurz vorher... Audio ein kleines bisschen runterdrehen. Damit ihr, ne, ein bisschen Ruhe anschauen könnt. Chatlogic ist okay, glaube ich. Mitternachtsmodus? Nein. Dann denke ich. Okay, Gesamt runter, Musik weiter runter, Dialog ist okay, Effekte runter, Sprachchat runter. Das jetzt speichern? Die Änderungen werden nicht angewendet. Wie wende ich sie an? Tab. Okay. Blumen aus. Blumen ist fast immer eklig. Beleuchtungsqualität, Anti-Aliasing ist okay. Irgendwo noch Motion Blur. Wie haben sie Motion Blur ins Deutsch übersetzt? Irgendwas Bewegung, huh? Beleuchtungsqualität, nein. Bewegungsunschärfe, null. Okay. Besser, huh? Okay, einfach Leertaste gedrückt halten. In all den Jahren habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Alt. Sie sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeld-Simulator. Genau. Glaube ich nicht so gewollt. In Stellung. Was sind Türme? Die 4. Okay, Anlauf. Yeah! Heldenmäßig. Einwandfrei. Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. So viel Blut. Der Okay. Mhm.
Geist der Freiheit, so viel Blut! Zusammenreißen, Soldat! Schnappen Sie sich die Spritze und verachten Sie sich! Wow. Okay, okay. Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst! Sie treffen nun auf den Erzfeind der Demokratie, Rekrut! Peacemaker. Da kommt er, ein Terminit, die Geißel der Freiheit, zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was kann ich schießen? Freiheit so, bedeutet. Nein. Volltreffer, Soldat, räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus, ansonsten werden Sie immer Granate? Wieder kommen. Okay. Muss man da irgendwie einen Winkel haben oder so? Das war nicht gut. Okay. In Deckung. Besser. Was für ein ungeheurer Wurfarm. Auf zum nächsten Bereich. Sehen no diving. Sie da oben, Rekrut. Das ist ein Überzerstörer. Und seine mächtigen Taktikausrüstungen gehören da. Ganz ja. Ihnen. Erledigen Sie die Bugs mit einer Taktikausrüstung. Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück. Orbitalpräzisionsschlag rechts, rechts, oben. Den Ball werfen. Ankunft einer Sekunde. Nice. Wir brauchen eine größere Pistole. Funktion alle. Ja, normal oder was? Rechts, rechts, oben. Ja. Warte, jetzt ist sie zurück. Nicht weit genug. Ah, ein Sieg für die Demokratie. Gut gemacht. Überall Kameras, ne? Nächste Lektion. Helldivers kämpfen in Trupps. Hier, ihr neuer Kamerad. Sei gegrüßt, Kamerad. Ein erstklassiger Soldat, ihr Waffenbruder. Ein gestellter Bund, der durch nichts zu brechen ist. Bis jetzt. Hier ist ihre wahre Lektion, Soldat. Kameraden können und werden ständig tragisch ums Leben kommen. Mit der Taktikausrüstung Verstärkung ersetzen sie ihn mit einem anderen Helldiver. Stärkung, okay. Das sind NPCs, ne? Gut gemacht, Soldat. Ja. Es gehört viel dazu, um über den Tod eines Verbündeten derart schnell hinwegzugreifen. Sie zu, Rekrut. Jetzt geht's um alles. Nur Sie, Money? Ihre Waffe und 2000 Money. Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Primärwaffe, Sekundärwaffe, Unterstützungswaffe. 1, 2, 3. Gut, also R1 ist das Gewehr, 2 ist Pistole und 3 ist irgendwas anderes. Kleiner Hinweis. Wer sich bewegt, zielt auch schlechter. Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen. Okay. Diese dämlichen Viecher hatten keine Chance gegen einen genialen Taktiker, wie sie es sind. Okay. Sie sind so gut wie unschlagbar. Ja, nee, das ist alles nur Propaganda. Ich kenne mich mit sowas aus. Auf geht's, Rekrut. Jetzt ist es Zeit, die großen Kanonen rauszuholen. Besorgen Sie sich mit der Unterstützungswaffentaktikausrüstung eine echte Waffe. Ein schöner Abstand, ha? Huh? 2 Sekunden. Da ist das Teil. Jetzt holen Sie sich mit der Nachschubtaktikausrüstung mehr Munition. Nochmal? Okay. Dip, 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 dip. Das ging daneben, oder? Ja, nochmal. Dip, 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 dip. Ich denke, es muss halt im Tutorial-Gelände sein. Ich denke, im richtigen Spiel wird das nicht so ablaufen. Also dürfte es überall runterkommen. Greifen Sie zu, Soldat! Ihre Schonzeit ist vorbei! Der letzte Test steht bevor! Abschlussprüfung? Wir werden sterben jetzt, oder? Dieser Bereich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden! Terminal aktivieren! Wackel, da muss verteidigt werden? Bist du? Terminal. Links, unten, rechts, links, oben.
Spritzen? Pauperspritze, ne? So tadellos wurde das Terminal noch nie. Herrlich, der muss jetzt kämpfen. Hier muss irgendwo die Flagge von Übererde sein. Ja. Und hissen Sie sie dort, wo jeder ihre demokratische Pracht sehen kann. Tada! Zollen Sie ihr den nötigen Respekt. Salutieren. Yes, Sir. Backloch, südwestlich, Mark, bei meiner Position. Okay. Wie wär's hier für die LNG? 3, 3. Yeah! Großartig gemacht, Rekrut. Schon jetzt haben Sie die Demokratie weiter vorangebracht als jeder Soldat, den ich kenne. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können Sie den Umhang anlegen. Rauf auf die Plattform, Rekrut. Sie haben es verdient. No capes. Ein echter Helldiver. Sie wirken wie mein jüngeres Ich. Furchtlos, unverletzbar und über 2 Meter groß. Jetzt sind Sie bereit für Ihre größte Aufgabe. Den galaktischen Krieg. Freiheit. Demokratie. Gerechtigkeit. Alles liegt in Ihrer Hand. General Brash, over and out. I know. Super. So over the job. Laden abgeschlossen. Transport C43 bereit zum Start. Wir sind nicht gestorben. Ich glaube, wir sterben. Um mal zu zeigen, dass ein Großteil der Rekruten einfach nur verfeuert wird. Sogar im Training. Kadett. So, benenne deinen Zerstörer. Auge, Bürger, Champion, Dämmerung. Auf Deutsch klingt das echt alles nicht so. Hengst. Herrscher von Übererde. Herrscher des Sternlichts. Das klingt gut. Hier. Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im galaktischen Krieg. Sehr schön. Übersalutieren. Jo. Also, öffne das Social-Menü. Hier kannst du die Aktivitäten deiner Freundin sehen und eine Mission weiter. Nee, erstmal will ich alleine reingucken, wie das alles so läuft. Under Construction. Hey du, bist du der Demokratie-Offizier? Die Stunde unseres nächsten Sieges rückt näher. Reinigen wir die Galaxie vom Alien-Abschaum. Galaktischer Krieg. So, willkommen im Galaktischen Krieg. Hier kämpft die Community gegen ihre gemeinsamen Feinde. Erfolg. Der Weg zu den Barrierewelten ist frei. Auf jeder der Barrierewelten haben ACF-Ingenieure mit dem Bau des Terminiden-Kontrollsystems begonnen. Ein Netzwerk aus gewaltigen Türmen, die auf allen Planeten des eroberten Nervengift-Termizid verteilen werden. Bald werden unsere Bürger ruhig schlafen können und sich nicht mehr darum sorgen, dass ihre Kinder bei lebendigem Leibe gefressen werden können. Eingehende Nachricht von Übererde. Besprechung. Die Roboter haben feige Überraschungsangriffe auf mehrere dicht besiedelte Übererde-Planeten gestartet. Ich weiß noch nicht, warum das Ding jetzt Übererde heißt. Also im Englischen ist es Super Earth. Also wahrscheinlich, um das Ganze nur noch mehr zu zeigen, wie albern es ist, also sich so sehr auf Patriotismus und Krieg und sowas alles zu fokussieren. Ja, ist trotzdem lustig. So, die Streitkräfte von Übererde in dieser Region wurden überrannt. Millionen von Bürgern sind in Lebensgefahr oder davon bedroht, entrechtet zu werden.
Dieser schmerzliche Angriff auf die Freiheit wird nicht unbeantwortet bleiben. Das Zuhause unserer Bürger muss verteidigt werden. Richtig, das habe ich auch schon gehört. Also über die Kriegsberichte auf TikTok. Dass wohl die meisten Leute nur gegen die Terminiden kämpfen, weil es lustig ist, Bugs zu töten. Und dass die Roboter ziemlich auf dem Vormarsch sind. Das heißt, wir machen natürlich das Richtige und wir kämpfen gegen die Roboter. Generalbefehle repräsentieren die Ziele der Helldiver-Community. Die Roboter haben einen feigen Angriff auf unsere unschuldige Zivilperson. Okay. Gut, Galaktischer Krieg. Wenn du über einen Sektor fährst, wird angezeigt, welcher Anteil davon über Erde bereits befreit hat. Alle Operationen tragen dazu bei, die Feinde von Übererde zurückzudrängen. Wähle einen Sektor aus, um zu sehen, auf welchem Planeten derzeit gespielt werden kann. Gut. Der Xar-Sektor ist befreit. Das ist alles befreit. Planeten wählen. Je nach Kriegsfortschritt sind unterschiedliche Planeten verfügbar. Wähle einen Planeten aus, um zu sehen, welche Operationen dingens sind. Raubnir. Die sind schon 100% befreit. Befreit, befreit. Mantis und Draupnir. Was haben wir hier noch? Verteidige Ubania. Die Zahl da unten sind übrigens, wie viele aktive Spieler in diesem Gebiet gerade unterwegs sind. 4.800 hier, 53.000 da, 6.000 hier. Malevolon Creek. Davon habe ich auch gehört. Das soll womit das hart umkämpfteste sein. Da gehen wir hin. Eine Operation ist eine Zusammenstellung von Missionen. Schließe alle Missionen ab, um die Operation zum Erfolg zu führen und Bonusbelohnungen zu erlangen. Schlage eine Mission fehl, schlägt auch die restliche Operation fehl. Oh, ich glaube, das... Ja. Okay. Operation Roboter zerstören. Zerstöre die Infrastruktur der Roboter, um ihren Truppen Produktionskapazitäten lahmzulegen. Sichern wir das Überleben von Übererde. Der ruhmreiche Sieg erwartet uns am Ende dieser Operation. Okay, illegale Übertragung beenden. Eine illegale Propagandaübertragung wurde in dieser Gegend zurückverfolgt. Initiiere FTL-Sprung nach das Malevolon Creek-System. Gib ihm. Roboterkontrolle. Mhm. FTL-Sprung erfolgreich. So. Helpers bereit. Missionskoordinaten festgelegt. Helpbot. Sind das hier die Helpbots? Stimmt, keine gute Idee, direkt in die schlimmste Ecke zu fliegen. Aber da stand nichts vom Schwierigkeitsgrad. Wähle eine Abwurfposition auf der Missionskarte. Dabei solltest du gefährliche Orte lieber meiden. Okay. Irgendwo? Evakuierungszone. Illegale Übertragung beenden. Ich... gehe dahinter und gehe dann einfach von da aus quasi einmal durch. Bilde deine Ausrüstung und Taktikausrüstung für die Mission. Ausrüstung. Ja, wow. Wir können das Farbschema ändern. Mittlere. YC. Ich kann da nichts ändern. Nee. Sturmgewehr. Ja, ich hab nichts zum Auswählen. Das müssen wir alles wahrscheinlich nachher noch freischalten. So. Weit machen. Was ist das? Orbital, Präzisionsschlag und Vorrat. Ja, Orbital, Vorrat. Weit machen. Gespannt. Oh, wir können das Ding nochmal vibrieren. Oh. Okay. Hallo. Karte. Wir müssen nach da, Nordwesten. Da ist irgendein Kontakt. Ich habe gerade irgendwas Mechanisches gehört. Ja, ich höre dich, aber ich... Sehr greift mich nichts an. Ich gehe mal ganz kurz hier hin, weil da ein Fragezeichen auf der Karte ist. Da ist etwas. Ja. Loot?
Loot ist gut. Kommunikationsgerät. Okay. Muni. Mehr Muni und Granaten. Warum starten wir nicht mit voller Muni? Das ist komisch. Oh. Peacemaker-Magazin erhalten. Und eine Medaille. Ich nehme einfach mal alles mit. Gewöhnliche Probe. Habe ich ein Zeitlimit? Ja, 40 Minuten. Oh. First kill. Ja. Magazin leer. Nachladen, nachladen, nachladen. Eine Begegnung nähert sich. Schmeckt euch die Freiheit! Die Muni habe ich noch, wo steht das? Oh. Hot-Abwurf entdeckt. Ja, die haben mich, glaube ich, gerade eher entdeckt. Granate. Granate. Oh, die werfen auch Granaten. Oh. Ich habe sehr nicht viel Schaden bekommen. Also es geht. Welchen Sinn macht es, einfach so Gegner zu töten? Werden dadurch wirklich die Anzahl an Gegnern auf der gesamten Welt hier reduziert? Hab was gefunden. Irogon entdeckt keine Segensfähigkeit. Sind hier andere Spieler? Da oben steht ein 5+. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe nur noch 2 volle Magazine. Dann hätte ich noch die Pistole. Ich könnte aber diesen Airdrop da rufen. Ich laufe jetzt ziemlich durcheinander. Wir müssen dahin. Okay. Da ist etwas. Railgun. Steht da? Für Alien-Abstand. Gekritzelt auf einer Bombe. Ich kann nicht nachladen. Das ist die Pistole. Das ist das Ding. Ich rufe mal so ein... Hab ich gerade getan. Steuerung... Nachschub. Dahin. Ich hätte gerne Muni für die Railgun und für meine reguläre Waffe. Unser Schiff da, ne? Okay. Mit, 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 mit. Andere Waffe ist auch völlig aufgeladen. Gut. Dann jetzt zum eigentlichen Ziel. Da unten rein. Da sollen wir Propaganda zerstören. Also die Dinge? Irgendwo sind die Bots. Hallo. Oh, es hat nur einen Schuss. Nachladen. Hier ist ein mächtiger Schuss, ich sehe es schon. Sendeturm lokalisieren. Stehe ich nicht direkt an dem Sendeturm? Ich. Granate? Jo. Oh. Ich kann evakuieren. Das klingt sehr gut. Money, 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 money. Oder? Nee, oben habe ich gerade eingesammelt. Gib dich zur Evakuierung, Barke, um die Mission zu beenden. Das ist da hinten. Gut, das war jetzt ziemlich einfach. Was auch, ja, völlig okay ist. Aber ich hätte es dem Spiel echt zugetraut, dass man jetzt in eine Mission kommt, wo super viele riesige Gegner sind und man sofort geschnetzelt wird. Kann ich hier auch noch irgendwas einsammeln? Mehr von diesen Proben oder so? Nee, ne? Das ist zum Heilen, denke ich mal. Ah doch, die Probe.
Na gut. Raus. Hoch, hoch, links, rechts. Oh. Hoch, hoch, links, rechts, rechts, links, rechts, oben. Evakuierungs-Shuttle im Anflug. Da kommt noch so ein... Das ist nicht für uns. Oh, zu stark gepanzert. Okay. Wo wurden die gerade abgeworfen? Da wurden sie abgeworfen. Ankunftszeit D minus 1 Minute 30 Sekunden. Die Magazine. Coole sind wir. Und jetzt gleich alle. Letzte Money, okay. Vordere Nachschub an, wenn ich so. Nee. Das war länger als eine Minute, come on. Die scheinen alle down zu sein. Ankunftszeit T minus 20 Sekunden. Die wieder. Ankunftszeit T minus 10 Sekunden. Muss ich hier Platz machen? Geh mal ein bisschen in Deckung. Da oben kommt er. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Passt auf, wo ihr steht. Jo. Reiner, 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 reiner. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Ein weiterer Sieg für die richtige Seite der Geschichte. Okay, Mission abgeschlossen. Hauptziele. Evakuierte Helldiver. Ein, weil es eine Solo-Mission war anscheinend. Und noch viel Zeit über? Halbwegs. 5 Sterne. Glorreicher Sieg. Platz 1. Ja, ich war der Einzige. Das ist okay. Level up. .001. Ich habe einen Unterschied gemacht. Ich habe die Automatons zurückgeschlagen. Ja. Yeah. Das Feuerwerkbudget in diesem Schiff muss echt hoch sein. So. Level 2. Neuer Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ach so, oh, okay. Leicht. Wir können jetzt auf leicht spielen. Das war also gerade super leicht, oder was? Oder überleicht. Willkommen an Bord, Herr Diver. Und Glückwunsch zum abgeschlossenen Training. Ja, ja. Waffenkammer. Waffenkammer. Das ist die Waffenkammer des Schiffs. Hier kannst du dir einen Überblick über das Waffenarsenal des Schiffes verschaffen und dich auf die nächste Mission vorbereiten. Okay. Also ich fand diese Railgun dann nicht besonders gut. Zumindest nicht gegen Kleinkram. Ich kann nichts auswählen. Ja, gut. Charakter, Körpertyp. Schlank, Sklös, Stimmpaket,
Die Freiheit. Demokratie. Die Freiheit leitet meine Hand. Ich werde über Erde. Freiheit, Wohlstand, Demokratie. Das sind bisher die einzigen Maus, die wir kennen. Siegerpose, auch nur der Salut. Spielkarte, Titel, Kadett, ja. Es ist schade, dass wir bisher nicht wirklich viel anpassen können, aber es sind vielleicht auch alles Freischaltungen. Ich hätte ganz gerne das Gelbback zum Beispiel. Übersehe ich gerade wieder irgendwo was Auffälliges? Wahrscheinlich, oder? Einen höheren Panzerungswert. Die Sets sind überall gleich. Ja. Akquisitionen. Kriegsanleihen. Wir haben keine Marken. Achso, ja, es gibt einen In-Game-Store, aber das sollen alle Sachen sein, die man auch im Spiel normal freischalten kann. Das ist nur Deko-Zeugs. Auch wenn mir das jetzt schon nicht gefällt, dass da gleich überall Euro-Sachen auftauchen. Der Weg zu den Barrierewelten wurde gesäubert. Der Bau des Terminiden-Kontrollsystems kann endlich beginnen. So, wir machen weiter hier. Der Planet muss von der Sklaverei der Roboter befreit werden. An welchem Ort wollen Sie die Fesseln zerreißen? Okay, ich habe schnell das Spiel gedrückt. Ich denke, jetzt haben wir zum ersten Mal Kontakt mit den richtigen anderen Spielern. Und das ist zum ersten Mal auch eine richtige Mission. Auf leicht bisher. Das eben gerade war, ja, es war ziemlich einfach. Wir haben fast keinen Schaden genommen. Ich denke, das ist keine adäquate Repräsentation des Spiels. Jetzt suchen wir nach SOS-Backen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade checkt, ob irgendein anderer Spieler eine von diesen Strata-Dingern da benutzt hat, um halt einen Buddy anzufordern, wie man es mit Tutorial auch gesehen hat, mit diesen Pappfiguren. Und wenn denn so ein Buddy angefordert wird, dann ploppt das jetzt bei uns auf und wir können dann da reinspringen. So denke ich zumindest, dass es funktioniert. Aber bisher passiert doch nicht wirklich viel. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh, da, Roboter zerstören. Die Operation ist beendet. Sie haben der Demokratie gut gedient. Besagungsbasis sabotieren. Infiltrieren. Infiltrieren klingt nicht gut. Roboter zerstören. Klingt besser. Bin eliminiert den Roboterverwüster. Missionskoordinaten festgelegt. Hellports bereit. Das mache ich jetzt aber wieder allein, richtig? Ab dafür. Orbit synchronisiert. Verwüste eliminieren, Verwüste eliminieren. Bom. Wir hätten gerne wieder Orbitalschlag und das andere Ding. Hellportstart initiiert. Bereit machen. Seltene Proben sind nur in schwierigen Missionen verfügbar. Okay. Also es macht doch Sinn, später absichtlich schwere Missionen zu machen. So, jetzt ist es leicht. Abwurf entdeckt. Okay. Schaden ist eine Sache. Lass uns Dickes. Entdeckung! Halt alles ab. Okay. Die eine Granate hat ihn erwischt. Hab dich. Nice. Bist du ein großer? Nee, ne? Ja, du bist ein kleiner. Der Flügel?
zur Hölle? Da hinten ist noch ein großer. Ich habe keine Magazine mehr. Wie war das? Orbitalpräzisionsschlag. Komm her. Oh, das ging zu schnell. Das dauert länger, die können die reinlocken. Oh, 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 hi. Klick, 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 ist nicht gut. Wir haben jetzt einen Cooldown. Ich sollte Nachschub anfordern. Ausrüstungspaket unterwegs. Hoffentlich sind da auch Drogen mit drin. Gib mir Zeug. Liberator-Magazin. Nee, keine Medkits anscheinend. Wo ist dein Weak Point? Einfach draufhalten. Okay, verstanden. Sollten auch begrenzt sein hier, ne? Sniper gewesen? Das ist ein Schild. Ausweichen ist alt. Klick, 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 klick. Lauf, 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 lauf. Okay, das war nicht schick. Oh, wir haben doch mit Packs bekommen. Okay, nichts gesagt. Wo ist der Große jetzt hin? Da. Okay, eine Wüste haben wir. Oh. Ich hätte ihn zurückwerfen können. Okay, 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 okay. Heilen. Über Erde. Da kann ich nicht rüber wollten. Also, das Lager hätten wir. Ist hier irgendwas Tolles an Ressourcen oder so? Nee, ne? Schütz besetzen? Oh! Oh! Okay, das muss ich mir merken. Nächstes Mal einfach durchlaufen. Komm ich wieder runter? Okay, okay. Jetzt mal einfach durchlaufen und eine Geschütze hier bemannen und damit das Ding zerstören. Okay, ich hole die restlichen Magazine aus dem Teil raus. Und dann gehen wir weiter nach da. Hey, hey, hey. Also ja, es ist sehr interessant bisher. Wow! Wow! Also ja, es ist sehr interessant. Und das ist auf leichtem Schwierigkeitsgrad. Ich denke, es wird noch ordentlich anziehen. Spot aus dem Posten entdeckt! Markiere Karte festlich. Heilen, 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 heilen. Positioniere Pin, nicht westlich. Sind meine Leiche? Eieieiei. Ich werde vom Blindenpaar Granaten. Entdeckung! Markiere Karte. Markiere Karte. Du hockst da im Busch, du Arsch. Heilen, 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 heilen. Jo. Ich glaube, irgendwo ist noch ein anderer Spieler in der Nähe. Die andere Stimme. Positioniere Pin, westlich. Nee, ich bin da irgendwas. Markiere Karte, westlich. Markiere doch gar nichts, ich schieße nur.
Oh, wegen dem Tab. Die ganze Zeit offen, deswegen hat er gemeckert. Okay. Ich muss immer noch da ganz hinten hin. Das ist alles hier nur Geplänkel. Ich habe nur noch 33 Minuten. Letztes Nachrad! Ja, ich brauche Nachschub. Ausrüstungspaket trifft ein. Also es ist schick, dass es unendlich ist. Sowohl der Orbitalschlag als auch die Ausrüstung. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, irgendwie haushalten zu müssen mit seinem Zeug. Nur so ein bisschen mit der Zeit. Mit. Alles voll. Weiter. So, und jetzt kann ich... Wie habe ich das eben gerade gemacht? Dass ich auf der Karte Sachen gepinnt habe. Maus? So, rechte Maustaste, genau. Positioniere Pin, westlich. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Okay. Wir haben uns vor uns jetzt ein paar Seen. Kann ich da einfach durchlaufen? Auf offenem Gelände. Einer Basis nähern. Ist immer eine gute Idee, oder? Oh. Wird tiefer. Ich habe jetzt meinen Buddy gar nicht, also meinen Körper gar nicht gesammelt. Wenn alles optionale kleine Außenposten, die ich auch noch nehmen könnte. Da sind wieder Minen. Diesmal werde ich nicht reinlaufen. Mal gucken, was für ein Radius die haben. Oh. Ja. Okay. Kann ich die auch... Ja, kann ich auch manuell auslösen. Dann Mine, ja. Würde ich nämlich ganz gerne einfach hier rein krabbeln, anstatt durch den Haupteingang zu gehen. Hi. Werfegranate! Noch zwei Medpacks. Nice. Oh. Das sind Spawnräume, okay. Der sollte gehen. Der sollte gehen. Bot-Abwurf entdeckt. Jo. Wir ziehen uns mal zurück. Oh, das ist doofes, komisches Pflanzenzeug. Oh, jetzt müssen wir noch verteidigen, ja? Aha. Also, einmal diesen komischen Code eingeben. Hi. Hoch, rechts, hoch, rechts, links, links. 2 Minuten. Einmal Panzerabwehr. Das ist kein großer mehr da, ne? Ja, okay, das bewahren wir uns auf, falls irgendein großer noch kommt. Irgendwas Großes, was wir zerstören können? Ich will den großen Badabum ausprobieren. Sonst könnten wir so eine Spawnfabrik eventuell zerstören. Oh, da kommt was. Ankunftszeit T-1 Minute 30 Sekunden. Ich bin leer! Ja, das ist ein Einmal-Ding. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Okay, zu weit von der Evakuierungszone entfernt. Ja, ich versuche zurückzukommen. Ich bin falsch. Muss hier vorne raus. Gefallene Helden aber lassen alle Proben und Waffen fallen. Die Gegenstände können wieder geborgen werden. Ja. Boah, das Ding zieht hoch. Da ist der Raketenwerfer.
lange noch? Money, money, money. Finde und sammle die Proben. Hier, Bus. Wo ist mein Körper? Wurde einfach von dem einen Stein hier runtergeholt, ne? Probe. War das nicht hier? Ankunftszeit T-10 Sekunden. Ja, das ist doof, wie die da oben drauf zu stehen. Das ist richtig. Schmeckt euch die Freiheit! Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Da haben wir den gerade groß aus einem Busch. Okay. Außenrum. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Hey. Ja, ja, ja. Leicht, leicht ist deutlich schwieriger als das, was es vorher war. Ein weiterer Sieg für die richtige Seite der Geschichte. Ich will nicht wissen, was schwer ist. Aber ich denke, das macht man echt in der Gruppe, dann mit den schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Der Außenposten. Ja, das werden diese kleinen Fabriken drumherum. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Nur 4 Sterne, weil wir gestorben sind wahrscheinlich. Eine Probe nur, der Rest ist bei den Leichen. Ich hab trotzdem Level up. Oh, 0.000. 1%, richtig? Ei, ei, ei. Okay, wie kriegen wir jetzt neue Waffen? Eventuell hätte ich irgendwas mit rausnehmen müssen. Den Raketenwerfer zum Beispiel. Ja, Akquisitionen. Nee. Müssen wir mit mehreren Leuten unterwegs ist. Die Demokratie Mittel. Oh, yay, Mittel. Willkommen an Bord, Herr Diver. So, wie... 0 Medaillen ausgegeben. Ich habe 4 Medaillen. Kriegsanleihen Fortschritt. So eine Art Battle Pass. Ah ja, hier kriegen wir neues Zeug. Andere Granaten, anderes Gewehr. Ich habe hier... Anders, das ist ein Shotgun. Anderer Helm. Andere Pose. 75 Marken. Ich kann die Shotgun. So. Gegenstand abgeholt. Das können wir jetzt auswählen. Im Arsenal. Rotflinte. Leichte Panzerdurchdringung, Einzelmunition nachladen. 360 Schaden. Ausrüsten. Ja, also über den Shop kriegen wir neues Zeug. Deshalb muss immer schön weiter Missionen machen, um da voranzukommen. Gut. Ich denke... Wir haben jetzt schon ein wenig was hier gemacht, wo ne, die höchsten Anforderungen waren bisher. Also die Anforderungen, dass man helfen kommen soll. Und das sieht eigentlich relativ gut aus. Ich hätte wesentlich Schlimmeres erwartet. Also dass sie schon hier weiter Richtung Erde vorrückt sind. Heißt, ich zeige euch dann im nächsten Video mal, wie das ist, gegen die Bugs zu kämpfen. Das wird bestimmt auch sehr cool sein.